Hey Leute, herzlich willkommen bei Aprikosenklang. Ich bin Anne und wir reden heute über 8 Kanji, die ihr am Bahnhof in Japan gut gebrauchen könnt. In den letzten Monaten gab es ab und zu mal ein paar Videos zum Thema Zugfahren in Japan. Sei es zum Beispiel das Video über die IC-Karten oder auch das Video, wo ich ein bisschen über den JR Rail Pass geredet habe und ob der sich für mich in meiner letzten Japan-Reise gelohnt hat. Ich werde euch die Videos einfach mal in der Infokarte verlinken, beziehungsweise auch unten in der Videobeschreibung. Und heute dachte ich mal, gehen wir ein bisschen aus einer anderen Richtung an dieses Thema ran und reden über 8 Kanji, die ihr am Bahnhof in Japan wahrscheinlich gebrauchen könntet. Ich habe eben so ein bisschen gezögert und das liegt daran, dass es nicht 8 Kanji werden, sondern wahrscheinlich eher sowas wie 8 Komposita oder 8 Anwendungsfälle. Ich bin nicht so ganz sicher, wie man das Ganze definieren möchte, aber es werden mehr als 8 Kanji werden, die ich euch heute mitgeben möchte. Das erste Kanji, mit dem wir beginnen, das ist das Kanji für Eki. Bahnhof. Ich glaube, das ist das Kanji, das wird wirklich jedem an dem Bahnhof begegnen, egal ob ihr jetzt explizit drauf achtet, irgendwelche Kanji zu sehen oder nicht. Dieses Kanji befindet sich in jedem Namen von jedem Bahnhof, die immer schön oben groß über den Eingängen stehen. Also das ist wirklich nicht zu übersehen. Dieses Kanji besteht aus 2 Teilen. Es ist wirklich nur ein Kanji, aber jedes Kanji hat ja Bestandteile. Und bei diesem Kanji sind die Bestandteile einmal Uma, das Pferd, und Shaku. Und Shaku ist ein altes japanisches Maß, also so wie der Meter oder die Meile oder sowas. Man kann so ein bisschen sich vielleicht überlegen und herspinnen, dass früher halt so Orte wie heute so ein Bahnhof sehr viel mit Pferden zu tun hatten und auch irgendwie was mit Maßen. Also ich finde eigentlich immer ganz witzig, dass man anhand von Kanji auch eine gewisse kulturelle, historische Bedeutung in den Wörtern erkennt. Das zweite Kanji, was ich euch mitgeben möchte, ist das Kanji für Linie. Jetzt denkt ihr vielleicht im ersten Moment, wozu brauche ich das Kanji für Linie? Aber das ist gar nicht so weit hergeholt, denn in Japan werden alle Zuglinien, nämlich eben mit ihrem Namen und dem Wort für Linie, also Sen, benannt. Zum Beispiel die Yamanote-Linie würde Yamanote-Sen heißen. Und Kanji Nummer 3 ist das erste Kanji, was eigentlich ein Komposita ist, also was aus 2 oder mehreren Kanji besteht. Und zwar ist es das Wort Densha. Das bedeutet Zug. Das Wort Densha besteht aus einmal dem Kanji für elektrisch und für Wagen. Also ein Zug ist also ein elektrischer Wagen. Das ist eigentlich auch ziemlich selbsterklärend. Das lässt mich gerade nur fragen, ob die Japaner für Züge, die so Dampfloks sind, dann andere Kanji benutzen. Das nächste Wort bzw. die nächsten Wörter sind Wörter für Ein- und Ausgang. Und da fasse ich hier mal einige Kanji zusammen, weil das ist gar nicht so einfach, wie man im ersten Moment denkt. Es gibt im Japanischen zuallererst mal das Wort bzw. das Kanji Kuchi. Kuchi bedeutet eigentlich sowas wie Mund, aber auch Öffnung. Und in Verbindung mit 2 anderen Kanji kann es entweder zu Iriguchi, also zu Eingang, oder zu Deguchi, also Ausgang werden. Jetzt ist es aber so, dass so ein japanischer Bahnhof sehr viele Ausgänge hat. Und um da den richtigen zu finden, arbeiten die Japaner mit Himmelsrichtungen. Deswegen hier einmal alle 4 Kanji für Himmelsrichtung. Fangen wir an mit Norden, das ist Kita. Dann kommt der Westen, das ist Nishi. Dann Süden, Minami und Ost, Higashi. Das heißt, wenn der Bahnhof jetzt 4 Ausgänge hätte, die in den 4 Himmelsrichtungen liegen, dann würden diese heißen Kitaguchi, Nishiguchi, Minamiguchi und Higashiguchi. Das Problem an der Stelle ist, dass es auch manche Bahnhöfe gibt, die noch viel mehr Ein- und Ausgänge haben. Diese arbeiten dann mit Kombinationen dieser Himmelsrichtung, also sowas wie Nordwestbahnhof oder Südostbahnhof. Und weil das zu kompliziert wird, lassen wir das einfach an dieser Stelle. Ihr habt diese Kanji jetzt alle einmal gesehen, könnt sie gerne mit auf eure Liste nehmen, um sie zu lernen, um am Bahnhöfen klarzukommen. Und damit ist erstmal genug geholfen. Nehmen wir mal an, ihr habt jetzt den richtigen Eingang gefunden. Was ihr als nächstes suchen müsstet, um zu eurem Zug zu kommen, ist ein Ticketgate. Deswegen ist das nächste Wort Kaisatsu, das Ticketgate.
Kaisatsu besteht aus zwei Kanji. Das erste bedeutet so viel wie Veränderung oder Erneuerung und das zweite bedeutet Papiergeld oder Banknote. Das heißt, ein Ticketgate ist also was, wo ihr euer Geld verändert zu einer Fahrkarte. Nehmen wir das mal als Eselsbrücke. Ob das wirklich die Herleitung ist, das weiß ich leider nicht. Jetzt seid ihr also durch das Ticketgate und habt erfolgreich euer Papiergeld in ein Ticket umgewandelt bzw. benutzt eine IC-Karte. Ich empfehle euch nochmal mein Video, warum man IC-Karten benutzen sollte. Und nun wollt ihr nicht irgendeinen Zug benutzen, sondern ihr wollt mit einem Schnellzug fahren. Mit dem schnellsten Zug, den Japan zu bieten hat. Denn ihr wollt mit dem Shinkansen fahren. Und das Wort Shinkansen, das besteht sogar aus drei Kanji. Nämlich heißt Shinkansen wortwörtlich übersetzt neue Hauptlinie. Da haben wir nämlich wieder die Linie, das Sen, ne? Hier sind wir wieder. Und der Teil Shin ist das Kanji für neu und Kan ist das Kanji für Haupt. Und zusammen ist der Shinkansen also nicht wirklich wortwörtlich übersetzt ein Bullet Train, sondern einfach nur die neue Hauptlinie, die so schnell fährt wie keine andere. Ein Kompositor, das euch wahrscheinlich auch ab und zu begegnen wird, ist das Kompositor Homen. Das bedeutet Richtung. An japanischen Bahnhöfen gibt es nämlich sehr häufig Schilder, die euch dann anzeigen, in welche Richtung diese Linie jetzt auf diesem Gleis gerade fährt. Also stellen wir uns vor, wir stehen an einem Bahnhof und da steht dran Akihabara Homen. Dann wisst ihr, okay, wenn ich in den Zug einsteige, dann fährt er auf dieser Linie Richtung Akihabara. Und das letzte Wort, damit ihr auch euren richtigen Sitzplatz im Shinkansen findet, das ist das Wort Gosha. Das bedeutet Wagennummer. Und zwar wortwörtlich. Gosha besteht aus zwei Kanji. Und das erste Kanji bedeutet Nummer und das zweite bedeutet Wagen. Also wortwörtlich heißt es eigentlich Nummerwagen. Aber auf jeden Fall versteht ihr, was ich meine. Manche Kompositor sind wirklich sehr einfach und selbsterklärend anhand ihrer Kanji. Und Gosha ist eins davon. Und das waren sie, die 8 Kanji bzw. die 8 Wörter, die euch an dem japanischen Bahnhof vielleicht in eurem nächsten Japan-Urlaub weiterhelfen können. Am besten schreibt ihr euch die irgendwie auf oder merkt sie euch. Ich habe auch alle Kanji nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Dann könnt ihr sie einfach kopieren und zur Not auch nochmal irgendwo nachschlagen, suchen, wenn ihr da noch weiter tiefer reinsteigen wollt in die Welt der Kanji. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage an dieser Stelle Ciao und bis zum nächsten Video.